Hallo, heute machen wir ein Sandwich im Opti-Grill und zwar mit einem Bruschetta-Brot. Und hier legen wir jetzt Cheddar drauf. Also kann man schon ordentlich was drauflegen. Das sind jetzt hier 5 Scheiben Cheddar, dann rote Zwiebeln. Dann habe ich Avocados geschnitten. Dann Tomaten, das sind jetzt so Cocktailtomaten. Bacon habe ich zubereitet vorher schon in der Pfanne. Das kann man natürlich auch im Opti-Grill machen, aber ich wollte jetzt hier richtig viel Bacon machen und das ging einfach in der Pfanne dann schneller. Und da haue ich ordentlich was drauf. Ja, der Tim sagt, das ist super. Das gefällt ihm, schön viel Bacon. Dann nochmal rote Zwiebeln oben drauf. Dann etwas von der Smoky Baconese. Und obendrauf nochmal Cheddar. Weil zu viel Käse kann man nicht drauf machen. Also nochmal 3 Scheiben. Jetzt mache ich obendrauf nochmal ein bisschen was an roten Zwiebeln und dann kommt der Deckel drauf. Das ist auf jeden Fall ein großes Sandwich. Wir haben das zu viert gegessen. Wir hatten hier 2 Gäste da. Beziehungsweise natürlich haben die Jungs auch mitgegessen, aber 4 Erwachsene waren es. Im Opti-Grill haben wir hier das Sandwich-Programm genommen und haben das bis Ende rot durchlaufen lassen. Und hier ist auch schon das Ergebnis. Der Käse ist natürlich komplett geschmolzen. Dann schneiden wir das an. Mal reinschauen, seht ihr, das sieht richtig gut aus. Der Bacon, schön viel Bacon drin, der Käse schön zerschmolzen. So muss das sein. Das hat echt super geschmeckt. Gerade wenn ihr Bacon mögt und Cheddar, dann müsst ihr das unbedingt nachmachen. Bis dann!